Hoher Gerichtshof, während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt, die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. In Auschwitz habe ich keinem Menschen etwas zuleide getan. Ich war zu allen höflich, freundlich und hilfsbereit, wo ich dies nur tun konnte. Auf der Rampe war ich verschiedene Male, um dort das Ärztegepäck für die Häftlingsapotheken zu holen. Selektiert habe ich nie, was ich mit allem Nachdruck betonen möchte. Hoher Gerichtshof, der Zeitpunkt, in welchem ich gegen meinen Willen zur Dienstleistung in den nationalsozialistischen Konzentrationslager abgestellt wurde, leitete einen Lebensabschnitt ein, über den ich niemals hinwegkommen werde. Das Furchtbarste war, zum Rampendienst befohlen zu sein. Gewiss versuchte ich in meiner ausweglosen Situation, möglichst viele jüdische Häftlinge im Leben zu erhalten, aber ständig verfolgt mich die Erinnerung und die anderen. Hohes Gericht, mit dieser Erklärung lege ich gleichzeitig mein weiteres Schicksal und dasjenige meiner unglücklichen Familie vertrauensvoll in die Hände des Hohen Gerichtes und dieses in der tiefen Überzeugung, dass es sämtliche so wahrhaft schicksalshaften Umstände, die mich damals in meine unglückselige Konfliktlage geführt haben, bis ins Einzelne erwägt und berücksichtigt. Hohes Gericht, ich habe an der Tötung vieler Menschen mitgewirkt. Ich habe mich nach dem Kriege oft gefragt, ob ich dadurch zum Verbrecher geworden bin. Ich habe keine für mich gültige Antwort gefunden. An den Führer hatte ich geglaubt, ich wollte meinem Volk dienen. Heute weiß ich, dass die Ideen, an die ich geglaubt habe, falsch sind. Ich bedauere meinen damaligen Irrweg sehr, aber ich kann ihn nicht ungeschehen machen.